Ein Berg, der mächtig in die Höhe ragt, ausladend, beunruhigend und gefährlich im Gebiet des Himalayas liegt. Ein Berg, der zu den gefährlichsten seiner Art gehört, den 8000ern. Um den geht es heute in einer neuen Folge. Berge im Porträt, um den Manaslu. In Asien, im größten Gebirge der Welt, dem Himalaya, stehen 14 8000er. Einige davon, wie die Annapurna, den K2, den Nanga Parbat oder den Mount Everest, haben wir uns bereits in der Serie Berge im Porträt genauer angesehen. Heute geht's um einen weiteren 8000er, den 8163 Meter hohen Manaslu. Schauen wir uns den Manaslu erstmal geografisch an. Der Manaslu liegt im Himalaya, im westlichen Teil des Landes Nepal. Hier versammeln sich nur wenige 8000er, während die Masse dieser Berge eher im Osten steht. Der Manaslu teilt sich die Region jedoch mit vielen weiteren 7000ern und 6000ern, die den Berg im ersten Moment als fast schon unscheinbar auftreten lassen. Zumindest beim ersten Anblick. Denn schaut man sich den Granitgiganten erstmal genauer an, fällt auf, dass der Manaslu eigentlich nicht schlicht einen Gipfel hat, sondern wie manch andere 8000er diverse Gipfelpunkte. Einerseits gibt es hier den Hauptgipfel, der einfach nur als Manaslu bekannt ist. Andererseits gibt es aber auch noch den Ostgipfel, welcher mit 7992 Metern nur knapp an der 8000er Marke vorbeischrammt. Zusätzlich gibt es dann noch den Manaslu North, nördlich des Hauptgipfels. Dieser zählt aber aufgrund der Distanz von rund 4 Kilometern deutlich weniger zum Manaslu als der Manaslu Ost mit lediglich 500 Metern entfernt. Grundsätzlich jedoch ist der Manaslu ohnehin kein einzelner Berg, sondern ist Teil des Manaslu-Massivs, welches eine gewaltige Größe vorweist. Doch woher stammt eigentlich der Manaslu? Also nicht geografisch, sondern vor allem kulturell, also namenstechnisch. Der Manaslu hat seinen Namen aus dem Altindischen, dem Sanskrit, erhalten und bedeutet so viel wie Berg der Seele. Bis heute ist das sein berühmtester Name und seine wichtigste Bedeutung. Tatsächlich kennen einige wenige den Berg auch als Kutang, weshalb auch das umliegende Massiv vor Ort oftmals als Kutang Himal betitelt wird. Der Manaslu ist einer von ein paar 8000ern, die ihren ursprünglichen Namen auch in der westlichen Welt behalten haben. Und die westliche Welt, die spielt in der Geschichte des Manaslus eine relativ große Rolle. Denn begonnen hat die Geschichte zwischen Mensch und Berg an dieser Stelle im Jahr 1950. Das Kriegsbergsteigen fand sein Ende, der heroische Teil des Alpinismus rückte langsam in den Hintergrund. Dabei sahen vor allem die Engländer, als jene, die in Nepal immer schon wortwörtlich einen Fuß in der Tür hatten, die Chance, 8000er und damit internationale Prestige als Vorreiternation zu erlangen. So wie sie es 3 Jahre später am Everest schafften, sollte es jedoch 1950 nicht gelingen. Denn Spoiler, weder waren die Engländer auf dem Manaslu, noch wollten sie überhaupt darauf. In erster Linie war die Expedition vom Bergsteiger und Entdecker Harold Tillman ein Ansatz, um das Gebiet rund um die Annapurna zu erkunden. Als Basislager damals galt die Region um Manang. Das ist zwar reichlich weit entfernt vom Manaslu, war aber der perfekte Ausgangspunkt, um die Annapurna näher zu erkunden. Bei ihren Begehungen rund um Annapurna 4 entdeckten sie erstmals einen anderen Gipfel weiter östlich des Annapurna-Massivs. Es war der Manaslu. Daraufhin entschieden sie sich nach ihrer Aufklärungsmission bei der Annapurna, den Lakhia-La-Pass zu besteigen, um einen besseren Blick auf den Manaslu werfen zu können. Die Conclusio, die Westwand des Manaslus schien möglich und machbar als direktester Weg bis zum Gipfel. Doch versucht haben sie es nicht. Doch die Entdeckung des Manaslus löste einiges an Interesse aus. Zwischen 1950 und 1955 versuchten diverse japanische Expeditionen, den Manaslu zu erkunden und brauchbare Aufstiegswege bis zum Gipfel zu finden. Dabei hatten sie einen enorm guten Riecher. Sowohl die Nordseite als auch die Ostseite galt für sie als plausibelste Antwort auf die Frage nach dem realistischsten Weg. Und damit liegen sie bis heute unangefochten richtig. 1952 und 1953 schickten die Japaner kleine Teams über die Nord- und über die Ostseite in Richtung Gipfel. Beide Expeditionen waren zwar nicht am Gipfel, aber definitiv nicht unerfolgreich. Die Informationen über Lage, Exposition, Probleme und auch Camps waren damit den Japanern gesichert und ansonsten gab es keine Ambitionen anderer Länder, diesen Ideen zu folgen. Das führte unweigerlich dazu, dass ein Jahr später die nächste Expedition eigentlich hätte erfolgreich sein müssen. Eigentlich. Denn kurz zuvor brachte eine gewaltige Lawine großes Leid über die Region Burigandaki und das Dorf Samagaon. Laut den Einheimischen dafür verantwortlich,
Die Japaner, die durch ihre Besteigungsversuche die Jahre zuvor die Götter erzürnten und so eine Lawine und 18 Menschen auf dem Gewissen haben sollen. Die Einheimischen griffen die Bergsteiger an, wollten nicht erneut dafür bezahlen, dass andere Menschen ihre Götter stören. So musste auch diese Expedition erfolglos vom Berg abziehen. 2 Jahre später jedoch schafften es lediglich 2 Personen erstmals auf den Gipfel des Manaslus. Der Japaner Toshio Imanishi und der Sherpa Gyaltsen Norbu Sherpa. Der damalige Expeditionsleiter Maki Yuko galt als einer der besten Bergsteiger und Expeditionsleiter der Welt seiner Zeit. Danach wurde es um die Japaner jedoch ruhig. Die Menschen um den Manaslu hatten genug vom Tourismus und den Bergsteigern und gaben den Expeditionsleitern genau das auch deutlich zu verstehen. Erst 15 Jahre später trauten sich die Japaner erneut an den Manaslu. Die 70er Jahre waren vollgestopft mit Expeditionen. Leicht abgeänderte Varianten der ursprünglichen Wege über den Normalweg, also den Norden, Nordwesten und Nordosten, wurden immer wieder von asiatischen Expeditionen, vorrangig aus Korea und Japan, durchstiegen. Auch westliche Länder begannen mit Expeditionen am Manaslu. Doch der Berg war immer noch geprägt von Dramen. Beispielsweise als 1972 am 10. April erneut 15 Sherpas durch eine Lawine ums Leben gekommen sind. Dramen, die nur schwer durch ausländische Erfolge zu überschatten waren. Auch in den 80ern riss die Beliebtheit der Expeditionen vor Ort aber nicht ab. Immer mehr Teams, Bergsteiger aus Jugoslawien, Österreich, Korea und Deutschland fanden erfolgreich den Weg zum Gipfel. Der Manaslu war der Beweis dafür, dass etablierte Wege und solide Planung funktionieren. Und 1986 wurde auch erstmals der Ostgipfel, der so lange keine Beachtung erhalten hat, weil er eben kein 8000er ist, von Jerzy Kuguczka, Arthur Heyer und Carlos Casolio erstmals bestiegen. Die Wege auf den Manaslu etablierten sich und die Spielwiese wurde zum Trampelpfad. Bis heute gab es nur äußerst wenige Ausreißer, die versuchten, über gänzlich neue Wege und alternative Ansätze den Gipfel zu erreichen. Und das hat einen guten Grund. Der Berg ist ausladend und eine Bestie für sich bei dem reinen Anblick. Die Gedanken an die andere Wende in Eigenregie gleichen einem wahnsinnigen Vorhaben. Die vielen Expeditionen der jüngeren Vergangenheit waren oft erfolgreich, trotzdem mussten immer wieder Menschen ihr Leben lassen. Sherpas, Träger und auch Bergsteiger. So zum Beispiel auch 1991, als bei einer kleinen Expedition von Hans Kammerlander 2 seiner Kollegen durch Schlechtwetter ums Leben kamen. Mehr dazu findet ihr übrigens im Porträt von Hans Kammerlander hier oben. Der Manaslu ist auch über seinen einfachsten Weg natürlich nicht einfach. Die Japaner bewiesen in den 70ern aber größtes Geschick, konnten aber ebenfalls keinen völlig lawinensicheren Weg finden. Außerdem gilt das gleiche Problem wie an der Annapurna. Die Wetterbedingungen ändern sich rasend schnell. Die Umgebung ist umzingelt von ähnlich hohen Bergen und Schlechtwetterperioden sind oft nur verzögert oder nicht exakt zu prognostizieren. Es kommt letztlich immer wieder zu Überraschungen, die man auf dieser Höhe nicht brauchen kann. 2021 wurde außerdem noch ein pikantes Detail der Geschichte bekannt. Der Manaslu wurde in den Jahren zuvor vermutlich gar nicht mehr wirklich bestiegen. Der Grund dafür: zwischen dem echten Gipfel und dem Ende der Fixseile der kommerziellen Expeditionen liegt ein 30 Meter langer Grat. Ein Grat, der nicht abgesichert werden kann, jedoch an einem Punkt endet, der signifikant höher ist als das Ende der Fixseile. Nur eine Handvoll Bergsteigern erreichte nach dieser Maßgabe erst überhaupt offiziell den Gipfel des Manaslus. Die harte Wahrheit ist, die meisten Bergsteiger der Vergangenheit drehten schlichtweg kurz vorm Gipfel einfach wieder um und verkauften es als einen Gipfelerfolg. Das löste im letzten Jahr eine große Debatte über die Frage aus, wann Berge eigentlich wirklich bestiegen sind und wie viel Risiko eigentlich zumutbar ist. Eine Frage, auf die es letztlich nicht die eine Antwort gibt. Der Manaslu ist ein Berg, der eine fast zu perfekte Geschichte der Besteigungen und Entdeckungen hat. Dabei ist der Berg in den Details und Feinheiten immer noch ein Mysterium und vor allem einer der gefährlichsten Berge der Welt. Der Manaslu wird aber selten porträtiert, selten beschrieben und selten gut in der Literatur aufgearbeitet. Nur wenige Werke setzen sich wirklich direkt mit dem Manaslu auseinander. Und das, obwohl er einer der schönsten und mächtigsten Berge dieser Welt ist. Und wenn euch die Serie Berge im Porträt gefällt, möchte ich euch an dieser Stelle auf die Möglichkeit der Unterstützung hinweisen. Dieses Video finanziert sich lediglich durch einen kleinen Beitrag in Form eines Kaffees. Alle Infos dazu hier eingeblendet oder natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!